Eine neue Folge MT5, heute mit einem spannenden Spiel Ritter gegen Celadron. Viel Spaß dabei! Ja, hallo zusammen, hier ein Spiel Ritter gegen Celadron. Ich habe das, während ich gespielt habe, direkt mitkommentiert. Das heißt, mit quasi mich über Discord stumm schalten, damit mein Gegner nicht direkt hört, was ich sage und die ganzen Gedanken bekommt. Und dann immer auch die Anzeige, die Aufnahme stoppen und so, das war relativ viel Arbeit. Deswegen weiß ich nicht, wie sich das verhält zu einem Spiel, das ich nachkommentiert habe. Da wäre euer Input ganz hilfreich, eure Rückmeldung, wie ihr das findet, solche Spiele, die ich direkt beim Spielen mitkommentiere. Da würde ich mich wirklich über Kommentare freuen. Aber erstmal viel Spaß. Ja, ich spiele jetzt gegen die Ritter und die Standard, eine mögliche Aufstellung ist genau das, was wir hier gerade sehen. Nämlich ein Commander und 6 Schwerter, was den Vorteil hat, dass man da die Schwerter alle gleichzeitig bewegen kann. Ich reagiere jetzt mit einer Aufstellung, die ich eben... Da bin ich vielleicht einfach noch nicht gut genug für. Aber du siehst ja jetzt, was ich mir überlegt habe. Und ich habe eben mit einem geredet und der hat es genauso gemacht. Jetzt muss ich nur kurz nachdenken, dass ich es auch richtig hinstelle. Ja, sieht in Ordnung aus. Genau, jetzt meine Aufstellung ist 613, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen, mit der kann man sich sehr schnell ausbreiten und sehr schnell Triggerpunkte bekommen. Okay, er fängt direkt damit an, seinen Vierer zu splitten, sodass er dann sage und schreibe 10 erste Schwerter auf dem Spiel hat und mich direkt hier ziemlich unter Druck setzt. Also mal schauen, ob ich meine Aufstellung dann noch ordentlich durchziehen kann. Jetzt muss ich mir natürlich was überlegen, wie ich darauf reagiere. So, ich habe jetzt meinen Sechser gesplittet in den Vierer und den Zweier. Einerseits, um den Einsatz zu bedrohen und andererseits habe ich halt auch noch das Potenzial hier durch... Genau, ich habe jetzt den Zweier gerade nochmal kurz umgesetzt, weil wir hatten kleine Schwierigkeiten, wie rum das Schwert zeigt. Und ich versuche ihn jetzt halt in der Seite zu stehen, sodass er den nicht direkt in den Zweier umwandeln kann und ich ihn nicht mehr angreifen kann. Aber ich kann ihn halt auch noch über das Portal angreifen mit dem Vierer. Und jetzt wird er irgendwie alle seine Einser bewegen, aufwerten und... ich hoffe, dass er noch nichts von mir zerquetscht. Aber ich vermute mal, die untere Reihe wird alle ein Feld hochgehen. Und vielleicht wird mein Dreier schon auf einen neuen Zweier abgewertet. Der Einser wird vielleicht einfach geopfert, ist ja auch nur ein Siegespunkt. Und kann dann irgendwo wieder reingesetzt werden. Ja, sehen wir da mal. So, er hat jetzt sehr viele mit der Unterstützung der Schwerter zu Zweiern aufgewertet, sodass er nächsten Zug 2 Dreier automatisch bekommt, wo ich darauf aufpassen muss. Und den Einer hier aus der Befahr wegbewegt. Ich bekomme erstmal einen Triggerpunkt und mache dann mal meinen Zug. Ich habe jetzt den Dreier gesplittet auf die Gefahr hin, dass er gleich den Dreier aufwertet und mich dann wieder abwertet. Aber dann kann ich den Einer aufwerten, habe wieder genauso viele Zweier wie Einer und kann dann die Portale wieder schützen. So, er macht jetzt auch genau den Zug, hat die in Dreier umgewandelt und meine Portalträgerin um 1 abgewertet.
Und ich reagiere jetzt, denke ich, so, wie ich es eben gesagt habe, durch das Aufwerten auf den Zweier. Er hat den jetzt zu einem Vierer aufgewertet, wodurch er jetzt erstmal Triggerpunkte generiert, was dann sehr gefährlich wird, da die Schilde und Schwerter damit nochmal fieser werden. Und er kann damit natürlich gleich auch wieder noch mehr neue ins Spiel bringen, noch mehr neue Schwerter. Und die Schwerter sind wirklich stark bei denen. Also ist mein Plan jetzt erstmal auch noch neue Figuren ins Spiel bringen, ihn weiter bedrohen und versuchen, ja, möglichst ihn zu fangen, bevor er ja, noch mehr Schwerter ins Spiel bringt und allgemein sehr kompakt mich aufzustellen, damit er mich nachher nicht herumschieben kann. Ich habe jetzt den Sechser hier neben das Portal gesetzt, damit ich den da durchbewegen kann. Könnte jetzt hier zum Beispiel eine Portalträgerin rausmachen und dann den Vierer auch direkt bedrohen. Er reagiert jetzt aber direkt, indem er den Vierer splittet wieder und es kommen noch ganz viele erste Schwerter ins Spiel. Yay! Mal schauen, wo er die hinsetzt. Hier, das ist jetzt erstmal angreifbar, gibt mir aber auch nur einen Punkt und dann kann es halt wieder irgendwo am Rand reinsetzen. Hat aber momentan keinen Commander, kann also nicht so übelst fiese Sachen damit machen. Ist aber auf jeden Fall gefährlich, den zu schlagen. Denn. Na, nee, den kann man mit dem Support nicht aufwerten. Also momentan. Ja, gucken wir da mal. Vielleicht mache ich das einfach mal und dann gucken wir, finden wir heraus, ob es ein Fehler war. So, ich habe jetzt mal den Einser geschlagen. Er hat den hier mit der. Na, gemütlich Regel oder wie sie heißt, wieder reingesetzt. Und genau, nimmt jetzt das eine Schwert, das hier stand, um den um eins aufzuwerten, bekommt dann wieder eine Aktion für die anderen Schwerter und wertet auch den wieder zum Commander auf und wird jetzt vermutlich den hier auch noch zum Schild aufwerten. Genau. Und dann muss ich mal überlegen, ich muss jetzt auf jeden Fall die hier wegziehen, sonst wird sie zerquetscht. Und habe halt auch keine Möglichkeit, gerade hier zu schlagen. Und was ich noch beachten muss, ist, dass er in der nächsten Runde wieder zwei Schilde zu Dreiern aufwerten kann. Aber wenn ich hier stehe, dann werde ich wenigstens nicht direkt abgewertet. Und ich muss nochmal irgendwie versuchen, eine Bedrohung aufzubauen, zumindest so perspektivisch. Das schauen wir dann gleich mal. Erstmal muss ich hier wegziehen. So, er hat jetzt erstmal seinen Feldherrn wieder gespalten, wodurch wieder mehr erste Schwerter sind. Den könnte ich jetzt natürlich schlagen, aber dann wäre ich zerdrückt. Ich bekomme einen Triggerpunkt, könnte jetzt einen Dreier reinsetzen. Das, ja, damit könnte ich zum Beispiel hier einen Zweier bedrohen. Und wenn er ihn wegschiebt, kann ich ihn mit dem Sechser schlagen. Das ist, glaube ich, das, was ich tun werde. Die Einser können natürlich wieder unterstützen, beide. Das heißt, er kann einen Vierer daraus machen. Dann kann er meinen Dreier schlagen. Aber ich kann ihn dann immer noch mit dem Sechser schlagen. Dann tauschen wir immerhin 4 gegen 4 Siegespunkte. Gucken wir mal, was passiert. Umkreisen kann er mich, bin ich positiv, dass er das momentan noch nicht kann und mich direkt zerdrücken, weil er auch noch keinen Commander hat. Okay, er hat jetzt seine Schwerter genutzt, um meinen Dreier abzuwerten. Da hatte ich natürlich nicht dran gedacht. Zeigt auch nochmal, wie flexibel die sind. Und er hat sie wieder jetzt alle hier im Reserve liegen. Er bekommt gleich wieder eine freie Aufwertung zum Dreier. Das heißt, wenn ich den auf den Zweier aufwerte, dann hat er auch, kann er den direkt schlagen mit dem Dreier.
Ich kann aber entsprechend den Dreier zurückschlagen. Das heißt, wir wären wieder bei einem fairen Tausch. Erstmal kriege ich den Triggerpunkt. Dadurch gewinne ich natürlich kein Tempo, da ich ihn nicht mal bedrohe. Kann ich ihn irgendwie bedrohen, ist jetzt meine andere Überlegung. Ich könnte mit dem Vierer mal hier hochgehen. Dadurch würde ich dann zumindest. Aber dann verliere ich die Möglichkeit, mit dem Sechser durchs Portal. Nee. Ich glaube, das versuche ich mal. Wenn er mich dann hier abwertet, kann ich immerhin noch seinen Zweier schlagen für 3 Punkte. Wenn er mich wegschiebt, kann ich mit dem Sechser durch die Portalträgerin schlagen. Ja, ich denke, das werde ich tun. So, er hat jetzt hier den Speer aufgewertet auf einen Dreier und sich zurückgezogen, was ich ja schon mal toll fand, dass ich ihn irgendwie ein bisschen zum Reagieren gebracht habe. Ich überlege jetzt hier, einen Zweier wieder aufzuwerten, um halt auch die Möglichkeit zu bekommen, hier wieder hin zu teleportieren. Gerade hat er ja da quasi eine Phalanx da. Kann ich mich nicht hinbewegen? Ich könnte natürlich mich auch zum Fünfer aufwerten, dann kann er mich nicht angreifen. Und dann nächste Runde versuchen die beide als Vierer dann zu bedrohen. Und gerade sehe ich auch nicht so ganz, was er für andere Optionen hat. Er kann einen zum Vierer aufwerten, ich gehe hin. Werde ein Vierer, er wertet den anderen zum Vierer auf. Ich werde zu einem Fünfer, bedrohe sie beide. Er kann sich auf jeden Fall schon mal nicht aufsplitten. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zug. Ich verliere dadurch natürlich meine Triggerpunkte. Aber das sei jetzt einfach mal so. Er hat jetzt genau das gemacht, was ich erwartet habe. Den zum Vierer, damit der mich weiterhin bedroht. Und wenn ich hingehe, werde ich ein Vierer. Er guckt auch noch nach oben. Das heißt, wenn er den zu einem Fünfer aufwertet, kann er mich hier unten dann nicht schlagen. Das heißt, ich probiere es jetzt einfach mal hier den Vierer rein und schauen, ob ich irgendwas nicht bedacht habe. Er hat jetzt seinen Dreier wieder zurückgezogen, das heißt, er ist immer noch in der Defensive. Wenn ich jetzt meinen Fünfer hier aufwerte, erstmal bekomme ich einen Triggerpunkt, aber den verliere ich auch wieder, wenn ich den Vierer zum Fünfer aufwerte, bedrohe ich ihn. Wenn er wegzieht, kann ich zwischen beide ziehen und bekomme dann wenigstens einen. Also sieht das doch aktuell ganz gut aus. Das heißt, ich verliere wieder den Triggerpunkt und werte hier zu einer 5 auf. So, er wertet einfach zum Fünfer auf, wodurch er ihn nicht mehr schlagen kann. Und er kann jetzt auf die beiden Felder sich bewegen. Wenn ich ihn zu einer 6 mache, macht er aber zu einer 6. Ich habe nur die Möglichkeit, in 4 und 2 zu splitten. Wodurch ich dann zwar wieder Triggerpunkte generieren würde, aber auch an Tempo verliere.
Wenn ich hier eine 2 draus mache, dann kann ich einerseits mit meinem 6er mit hier hinkommen. Wenn er sich wegbewegen sollte. Und wenn er sich dann zu einer 6 aufwehrt, er kann auch davor und bedroht mich dann diagonal. Das heißt, ich kann dann durch ihn nicht durchschlagen. Ich könnte dann höchstens den hier auch zu einer 2 aufwerten, um den wieder zu schützen. Aber wenn er dann zu einer 6 aufwertet, ja, vielleicht ist das auf die 4 und die 2 aufsplitten, wieder Triggerpunkte generieren, dann doch nicht so die schlechteste Idee. Die 4 kann ich auch immerhin hierhinseitig platzieren, dann ist sie etwas aus dem Spiel. Und eine 2 könnte ich auch irgendwie hier in die Nähe wieder reinsetzen. Oder ich ziehe einen runter, werde wieder eine 4. Er wertet auf eine 4. Ich werte auch auf eine 5, er wertet auch auf eine 6, ich werte auch auf eine 6. Ja, bringt uns auch irgendwie nicht schrecklich viel weiter. Dann steht hier sein Hirsch noch, ich könnte wieder hier zur Seite ziehen. Er könnte den dann aber auch direkt wieder aufwerten. Oder ich könnte mich zurückziehen, ihn mitziehen, weil er dann diagonal steht, das heißt, wenn... Nee, ja, er kann mich nicht schlagen, weil ich hinter ihm stehe. Ich bin aber ein Vierer und er ein Fünfer. Das heißt, nee, er muss dann ja erstmal seinen Dreier aufwerten. Auf einen Vierer, ich werde zum Fünfer. Ja, das klingt nicht schlecht. Probieren wir das mal. Also ich ziehe hier hin. Also, das muss ich auch von den Regeln dann erstmal abklären. Vermutlich funktioniert es nicht, weil ich ja schon der Vierer bin, wenn ich da hingezogen bin. Gerade nochmal nachgeguckt und laut der aktuellen Aussage vom Spielemacher funktioniert das, dass ich ihn quasi hier noch mitziehe, weil es mehr oder weniger gleichzeitig passiert. Das heißt, ich würde es mal so probieren, dann kriege ich nächste Runde auch wieder einen Triggerpunkt, aber vermutlich werte ich dann wieder auf. Er zieht jetzt weiter weg mit seinem Speer. Ich bin immer noch im Rücken von dem Hirsch, das heißt, ich könnte jetzt hier den nächsten Speer angreifen, aber er kann halt einfach immer wegziehen. Ne? Das ist, wenn man ohne Ruinen und so weiter spielt, echt ein bisschen nervig. Alternative ist immer noch hier den zu einem Zweier aufwerten. Ja, und ich glaube, dass. So. Ich kann jetzt den zu einem 6er aufwerten. Dann muss ich mich wegbewegen. Ist aber auch okay. Er bewegt sich wieder weg. Oder bewegt sich hier nach hinten. Ja, ich glaube, einerseits. Erstmal kriege ich einen Triggerpunkt. Und ich glaube, ich muss hier nochmal einen 2er haben. Um mehr Druck da vorne aufbauen zu können. Kann ich theoretisch auch mit dem 6er reinziehen. Also machen wir das mal. Ja, er hat gemacht, weil ich vermutet habe, nämlich seinen zu einem 6er aufzuwerten. Den kann er halt gleich in super viele Figuren aufspalten, da alles auszurechnen. Ja, wird schwierig, weil ich halt aufpassen muss, wenn ich hier hingehe. Er kann mir einen. Erstmal kriege ich einen Triggerpunkt. Er kann mir ein Schild dann in den Rücken setzen. Was heißt, ich muss wieder wegziehen, um nicht zerquetscht zu werden. Aber hier kann er dann halt maximal einen 3er und einen 1er irgendwie stehen haben. Okay, wenn der 3er, dann könnte ich wieder zu einem 3er abgewertet werden. Bin aber auch nicht direkt in Gefahr. Er kann halt... nee, wenn er hier einen 1er hinstellt, dann kann ich ihn immerhin schlagen. Ja, ich glaube, also erstmal muss ich ja auf jeden Fall wegziehen und ich glaube, die Richtung ist auf jeden Fall sinnvoller. Er hat jetzt erstmal wieder seinen Speer weggezogen. Das heißt, ich bekomme einen
Triggerpunkt und das gefällt mir jetzt eigentlich erstmal, dass ich hier Triggerpunkte generieren kann. Ich kann jetzt hier könnte ich schon mal einen Dreier reinsetzen, um die Portalträgerin vor dem Ritter zu schützen. Aber ich glaube, ich warte lieber auf die Fünferfiguren. Ich glaube, die sind gegen die Knights sinnvoller mit dem Ranziehen. Wenn er jetzt mit dem Sechser hinterherkommt, kann ich hier einfach weiterlaufen erstmal. Beim Schild ist dann natürlich Schluss. Mit einem Fünfer könnte ich mir aber wie die Dreier dran ziehen, wenn ich den wieder aufwerten könnte, also möchte. Aber ich glaube, ich versuche es erstmal über die Triggerpunkte jetzt. Mit dem Fünfer kann ich auch nicht hinter den Sechser ziehen. Das heißt, was machen wir stattdessen? Irgendwas müssen wir machen. Ich könnte auch hier nochmal zum Zweier aufwerten. Und dann perspektivisch auf einem Dreier, dann schütze ich vor dem Sechser und bedrohe den, das hört sich ganz gut an. So, er hat seinen Ritter jetzt vorbewegt. Ich kann hier auf eine 3 aufwerten, um das zu schützen. Er kann sich dann aber splitten hier eine 2 und da eine 3, sodass er hier drüber angreifen kann. Kann ich aber vorher erstmal hier sein Schild abräumen und wir tauschen quasi Zweier in der neutralen Zone. Das ist also noch ganz okay. Ich werde halt einfach den dann auch zu einem Dreier auf. Muss ich nur mich in Acht nehmen vor dem Zerquetschen, weil wenn er hier irgendwie ein Schild und da ein Schwert reinstellt, dann wird es schon wieder langsam kritisch. Aber ich glaube, erstmal ist hier eine gute Idee, noch auf einen Dreier aufzuwerten. Er hat jetzt einfach reagiert, indem er auch einen Dreier draus gemacht hat. Ich kann mir jetzt einen Vierer holen. Könnte den direkt hier reinsetzen. Aber ich kann auch einfach, was passiert, wenn wir hier weiter aufwerten. Dann sind wir nachher beide bei einem Sechser. Er kann sich dann nicht splitten. Ich könnte meinen Sechser in Vierer und in Zweier aufsplitten. Aber dass er sich da schon mal dann nicht splitten könnte, ist okay. Ich muss mal aufpassen, wenn ich hier einen Vierer draus mache, kann er natürlich meine Zweier schlagen, aber ich schlage dann immerhin seinen Dreier. Das ist ja auch schon mal was. Und darf noch ein Portal einsetzen. Und hier mit der 4 bin ich erstmal von ihm weg und kann es auch schnell wieder auf eine 5 aufrichten. Und einen Dreier kann ich auch immer wieder als Schutz hier mit reinsetzen. Also versuche ich das erstmal. So, er hat tatsächlich aufgewertet. Das heißt, da ich ja gerade immer weiter Triggerpunkte bekomme, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Und ich bleibe hier dabei, auf den Fünfer zu gehen. Er ist auch auf den Fünfer gegangen. Ich bekomme wieder einen Triggerpunkt. Ah, er bedroht jetzt natürlich hier meine, aber die decke ich ja durch den Sechser auch ab. Das heißt, wir bleiben beim Plan. Hörst du mich eigentlich gerade? Ne, okay. So, ich setze dann auch den Dreier tatsächlich rein, hier neben der Portalträgerin. Und kann dann im nächsten Zug auch einen zweiten Dreier draus machen, um hier den Sechser was in die Enge zu treiben oder sich zum Auflösen zu bringen. Dadurch nehme ich mir natürlich die Möglichkeit, den Sechser explodieren zu lassen für nochmal 2 Runden. Aber, und weil ich eben falsch gesagt hatte, er kann sich splitten, da er das Feld hier noch hat. Also mal schauen, ob er das jetzt macht. Aber wenn er mich dann mit dem Dreier
Bedroht kann ich ihn angreifen, also sollte noch okay sein. So, ich bekomme erstmal einen Triggerpunkt und er hat den hier zu einem Feldherrn aufbewertet. Womit er langsam wieder Triggerpunkte bekommt und natürlich wieder Einsen reinsetzen kann. Und mit den Einsen kann er mich dann abwerten. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, ihn weiter unter Druck zu setzen. Wenn ich den hier zu einem Dreier aufwerte, habe ich die Möglichkeit verloren, durchs Portal mich hier hin zu beamen. Aber er müsste seinen Dreier entweder aufwerten. Ich hätte den Vierer hier hinten als Druckmittel. Oder oder den Sechser wegbewegen. Wenn ich hier den Fünfer aufwerte, kann ich mir seinen Speer schnappen. Im nächsten Zug. Und seinen Commander auch im nächsten Zug bedrohen, wenn ich das möchte, falls er dann nicht schon weg ist. Und ich kann darauf hinarbeiten, hier irgendwas explodieren zu lassen. Er kann natürlich mit dem Vierer hier hinkommen, um meinen Dreier versuchen zu bedrohen. Ich könnte auch die Portalträgerin einfach wegbewegen. Und dann nächste Runde hier einen Fünfer mit reinsetzen. Ich glaube, das klingt auch nicht schlecht. So, er hat sich jetzt hier ein Brandhirsch aufgewertet, bedroht meinen Vierer, da er auch diagonal angreifen kann. Wenn ich den jetzt auf eine 5 aufwerte, naja, er kann erstmal nur hier hin und sich, okay, er kann hier hin und sich dann drehen. Und bedroht dann auch die Portalträgerin. Und da kann ich quasi nichts gegen machen. Also er bedroht beide und ich kann natürlich nur einen wegziehen. Ich kann mir dann natürlich hier den Sechser zur Hilfe holen. Aber nur hierhin, dann kann er den Dreier schlagen. Könnte ich aber mit meinem Sechser immerhin danach die Runde explodieren und seinen Fünfer und seinen Sechser mitnehmen. Das ist okay für mich. Also probieren wir es mal. Plan ist, den retten, indem ich es auf den Fünfer aufwerte. Und wenn er mit dem Brandhirsch hier hinzieht, ihm die 6 in die Flanke zu stellen. So, wir mussten das Spiel leider unterbrechen, da es dann doch etwas spät wurde und spielen jetzt an einem anderen Tag weiter. Und ich habe mir überlegt, dass ja momentan der Dreier eigentlich geschützt ist durch den Sechser durchs Portal. Ich muss ein bisschen aufpassen, da ich mit meinen Handbewegungen hier nicht zu viel verrate, da ich das gerade live halt mitkommentiere. Genau, und der Zweier eigentlich nur geschlagen werden kann. Aber wenn ich den Zweier wegbewege, dann kann auch der Dreier geschlagen werden. Das heißt, ich splitte jetzt hier meinen Sechser auf in einen Vierer nach hier. Und einen Zweier nach da, um quasi auch den Zweier über den Sechser zu schützen. Und bekomme dann auch nochmal einen Triggerpunkt dafür, was ja auch nicht schaden kann. So, er splitte jetzt den Sechser. Da gibt es bei den Rittern immer extrem viele Möglichkeiten, da man halt einen Zweier, einen Dreier und einen Einser auf beliebige umliegende Felder stellen kann, nur nicht da, wo der Ritter steht. Das heißt, in dem Fall hat er jetzt 5 Möglichkeiten, das heißt, das sind irgendwie 5x4x3, wenn ich mich nicht ganz vertue, allein schon Möglichkeiten, die Würfel zu verteilen und dann noch die Ausrichtung dazu, also quasi mal 4. Ja. Und ja, sieht jetzt natürlich ein bisschen doof aus für mich, weil mein Fünfer da gleich weggedrückt werden kann. Ich bekomme erstmal einen Triggerpunkt und schaue dann mal, was ich mache. Ja, ich werde jetzt hier mit dem Fünfer zur Seite gehen und damit den Zweier runterziehen, um den auch wieder zu bedrohen. Und wenn er mich zur Seite schiebt, dann kann ich ja den anderen Zweier schlagen. So, er hat sich jetzt mit dem Schild zurückbewegt.
Ich bekomme einen Triggerpunkt und sich ausgerichtet. Ich denke, ich werde jetzt. Na, okay, ja, mein Plan war eigentlich hier mit dem Gravitationszauberer hochzuziehen, den Hirsch rüberzuziehen. Dann ist der schon mal bedroht und dann das Schild zu schlagen. Aber das geht jetzt natürlich in der Ausrichtung nicht mehr. Das heißt, wenn er sich dann zu einem Sechser aufwertet, wird es sehr, sehr haarig für mich. Dann kann ich mich zwar auch zu einem Sechser aufwerten, aber wenn er sich dann splittet, ist die Frage, ob ich mich noch splitten kann. Und da hat er sehr viele Figuren und sehr viele Schilde hier in der Nähe. Was kann ich anderes machen? Ich brauche quasi noch einen Zug mehr, um einen Dreier neben ein Portal zu bekommen. Denn dann verhindere ich, dass er sich aufwertet. Das heißt, ich könnte jetzt, auch wenn es erstmal gefährlich ist, meine Portalträger hier zum Dreier aufwerten. Er hat ja keinen Commander, das ist wirklich das, was momentan entspannt ist, ne? Er kann nicht zwei Figuren gleichzeitig bewegen. Das bedeutet, selbst wenn er sich dann quasi wieder vor mich stellt mit dem Schild, kann ich zur Seite gehen, das Schild neben mich stellen und dann kriege ich auf jeden Fall, neben mich stellen ist nicht so gut, aber ich kann zur Seite gehen, das andere Schild bedrohen. Na, vielleicht doch nicht. Vielleicht gehe ich in die andere Richtung. Doch kniffliger als ich dachte. Was mache ich gegen den Zug von dem Schild hier vorne hin? Ich kann einfach hier zur Seite gehen erstmal. Muss er mit seinem Schild etwas machen? Kann mich dann zurückschieben. Ich überlege noch mal ein bisschen. Was mir gerade eingefallen ist, ist, dass er jetzt den Dreier schlagen kann, da er durch den anderen Dreier gedeckt ist und ich deswegen nicht mit meiner Sechser-Kreatur zurückschlagen sollte. Deswegen ziehe ich jetzt doch erstmal den Portalträger hier eins zurück, damit, wenn er mit dem Brandhirsch vorgeht, ja, dann tausche ich halt 6 gegen 5. Das ist ja noch okay. Und er bringt sich halt deutlich mehr in Gefahr, wenn er davor geht. So, er zieht jetzt mit dem Dreier 1 nach vorne und wertet mein Portal ab, meine Portalträger zum Portal ab. Das kann immer noch nicht geschlagen werden, richtet sich dann wieder aus. Gucken wir weiter. Mein Portalwächter ist immer noch durch die Portalträgerin durch den Sechser geschützt. Das heißt, wenn wir das schlagen, ist das ein 4 zu 3 Trade. Meine Idee wäre daher erstmal, weiter auf den Hirsch Druck zu machen. Also ich habe überlegt, den hier aufzuwerten, aber dann werten wir es zum Ende auf und dann weiß ich nicht so genau weiter, da ich noch keinen Dreier an dem Portal habe. Das ist tatsächlich so ein bisschen gerade mein Problem. Nehme eine Portalträgerin. Und das kriege ich auch, also einem Dreier neben einem Portal und hier habe ich auch keine Portalträgerin mehr. Das ist gerade etwas mein Problem. Deswegen versuche ich es mal mit der Gravitationsmagie, um den Brandhirsch weiter unter Druck zu setzen und auch ihm die Bewegungsmöglichkeiten ein bisschen einzuschränken. So, er hat jetzt schon mal vorsorglich auf einen Sechser aufgewertet. Das spielt mir ganz gut in die Karten. Ich habe genug Triggerpunkte, um den Celadron zerstören zu lassen. Das heißt, ich denke, ich werte jetzt auch einfach den Gravitationszauberer auf und kann dann den Sechser und den Zweier von ihm mit in die Explosion nehmen. Und er kann den Sechser ja auch gerade nicht wegziehen. Und wenn er sich aufsplittet, muss er mindestens zwei mehr Kreaturen in meine Richtung stellen, das heißt, es ist nochmal ein Siegespunkt mehr, kann dann natürlich hier das Portal zerdrücken, aber das ist dann auch wiederum nur ein Punkt für ihn. Das heißt, ich versuche es mal hiermit und wenn er mich mit dem Schild wegdrückt, ist es sogar auch noch ein Punkt mehr.
So, er hat zu einem Commander aufgewertet, bedroht jetzt also meinen Portalträger, aber ich kann halt schlagen durchs Portal. Jetzt muss ich aber gleich langsam mit den Triggerpunkten aufpassen. Erstmal bekomme ich hier noch einen, also mit seinen Triggerpunkten, der die jetzt ja wieder generiert. Ja, ich denke, ich lasse mich explodieren und nehme die zwei Siegespunkte mit. Und perspektivisch kann ich das hier wieder zu einer Portalträgerin aufwerten und auf den Vierer Druck machen über den Sechser. Das räumt auch hier hinten ein bisschen die Figuren auf. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz wieder. Seine meisten Figuren stehen irgendwie am Rand. Und ich bekomme langsam in den Bereich, wo man mit einem guten Schlag dann auch gewinnen kann. So, er schlägt meinen Dreier und wie angekündigt kann ich dann hier durch das Portal seinen Vierer schlagen. So, dadurch kommt das Portal zurück in die Reserve. Ah, vorher bekomme ich noch einen Triggerpunkt. So, Portal kommt zurück in die Reserve und die hier wird abgewertet. Genau, ich bekomme auch 4 Punkte, bin dann bei 7 und habe schon einen virtuellen für den Celadron im Moment zumindest. Und jetzt werden die Karten nochmal ein bisschen neu gemischt. Und man sieht schon, er fängt damit an, einen Commander aufzuwerten, um jetzt vielleicht mehr mit den Triggerpunkten zu arbeiten. Da muss ich mir dann mal überlegen, wie ich dagegen ankomme. Ich versuche es jetzt auch mal mit einer Falle, wenn sein Ritter da noch was länger stehen bleibt. Ich habe jetzt ein Portal aufgewertet, das wollte ich sowieso machen. Und werde gleich noch zu einem Dreier die andere Portalträgerin aufwerten. Ah, okay, er kommt direkt dran. Dann erledigt sich das ein bisschen. Genau, denn ein Trick, den man machen kann, ist, man opfert eine Portalträgerin. Okay, ja, in dem Fall ergibt es auch wenig Sinn, jetzt drüber zu reden, da. Ja, genau, was ich sagen wollte, kurz um das zu Ende zu führen: Bei einer Portalträgerin darf man ja nochmal ein Portal reinsetzen. Das wollte ich mir zunutze machen, aber da er jetzt hier schon mit dem Ritter rankommt, ändert sich das sowieso. Triggerpunkt und mal schauen, was ich reagiere. So, ich habe jetzt hier mal zum Dreier aufgewertet, um meine Figuren ein bisschen zu schützen vor dem Sechser, falls er versucht, da irgendwie den Vierer zu verfolgen und so. Geht dann runter, genau das war mein Plan. Ich kann jetzt mit dem Vierer halt mich zurückziehen. Oh, ich muss aufpassen, weil wenn er ihn da schlägt, dann bekommt er direkt 6 Punkte und hat gewonnen. Aber ich kann mich halt zurückziehen und dann kann er nicht mehr an dem Dreier vorbeigehen. Währenddessen bekomme ich Triggerpunkte. Er natürlich auch. Das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen. Aber ja, erstmal ist, denke ich, hier fliehen die richtige Variante. Also ziehe ich jetzt den einen zurück und bekomme erstmal noch einen Triggerpunkt. Ich hoffe, ich mache das mit den Triggerpunkten alles richtig und gebe mir keine doppelt. So, er splittet wieder seinen Sechser auf. Das gibt mir natürlich die Möglichkeit, je nachdem, wo er die hinstellt, wieder für ein paar Punkte zu explodieren. Ich habe auch zum Glück wieder genau genug Triggerpunkte gleich. Ja, okay, er stellt sie aber schon weg und bedroht mich jetzt natürlich mit dem Herzstich oder wie auch immer es heißt, ne? Der Dreier könnte jetzt über den Zweier hinüber mich schlagen. Ich muss auch aufpassen wegen der Triggerpunkte, die er jetzt beim Feldherrn schon hat. Das kann fies werden, da er mich dann in einem Zug über mehrere Felder zerquetschen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf den Vierer aufsplitten würde, könnte er direkt den Einser hier hinziehen und mich mit dem Zweier zerquetschen. Das darf ich nicht geschehen lassen. Ein Split hier hin mit einer 4 klingt nicht schlecht. Denn dann kann ich den Zweier dahinter stellen und er kann mich nicht wegschieben. Er hat auch sonst nicht so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Das heißt, er müsste dann das Schild vermutlich zurückziehen.
kann es auch in einer Runde nicht zu sehr aufwerten. Und mit nochmal 2 Siegespunkten hätte ich halt schon fast gewonnen. Ich glaube, das versuche ich mal, um den Druck hochzuhalten. Also hier einen Vierer hin. Und dann entsprechend ein Zweier hier hin. Und dafür bekomme ich noch einen Triggerpunkt. So, mein Mitspieler gibt jetzt Würfel aus, um Triggerpunkte, um zwei Schilde gleichzeitig zu bewegen. Und jetzt muss ich mal gut nachdenken. Er braucht jetzt natürlich erstmal noch ein paar Triggerpunkte, bis er das quasi nochmal machen kann. Aber wenn er jetzt. Ja, okay, er kann jetzt mit dem unteren Schild ranziehen. Das muss ich quasi verhindern. Und ich kriege erstmal einen Triggerpunkt. Ich denke, es reicht schon, wenn ich meinen Abgesandten von oben eins runterziehe. Dann, ja. Muss er sein Schild schon wegziehen und dauert einmal zu viel, es zu zerquetschen. Ein Zug. Ja, ich denke, das ist schon sinnvoll. So, mein Mitspieler hat jetzt hier sein Schild zurückgezogen. Ich bekomme wieder einen Triggerpunkt. Ich glaube, so langsam kann ich tatsächlich irgendwie nochmal auf Explosionen gehen. Oder ich setze halt einfach mir neue Kreaturen rein, um ihn unter Druck zu setzen. Ich habe jetzt 8 Triggerpunkte. Wenn ich 5 ausgebe, um mir einen Gravitationszauber reinzubringen, habe ich noch 3. 3 Runden hätte ich wieder die 6, um anzugreifen. Und den könnte ich halt direkt hier oben reinsetzen. Dann hätte ich sehr schnell was, um ihn ja, zu seiner 3 zu ziehen, zu einer 6 aufzuwerten, mir Punkte zu holen. Mache ich dann auch mal einen Würfel weg. 5 Triggerpunkte, um hier mit dem Gravitationszauberer reinzukommen. So, mein Mitspieler hat jetzt das eine Schwert nach vorne gezogen, dafür eine Aktion mit dem anderen Schwert bekommen und das einmal aufgewertet. Ich kann jetzt hier nach vorne gehen und mir das Schild holen. Ich habe ja hinter mir noch was Platz. Ich muss aufpassen, er kann gleich ein Schild aufwerten. Wenn ich hier hingehe, haben wir uns geeinigt, wird mein Fünfer nicht abgewertet, da es nicht quasi das zwischen uns liegende Feld ist, wie es auf der Karte dargestellt ist. Müssen wir nochmal fragen, ob das tatsächlich die Idee ist, wie der Speer funktioniert. Er bekommt aber, bin ich recht optimistisch, nichts Höheres als einen Vierer hin von seinen Zweiern. Er hat gleich 3 Triggerpunkte, aber das erste Schwert ist eigentlich zu weit weg, um mir groß Probleme zu machen. Und ist auch nur eins. Das heißt, mein Plan ist jetzt eigentlich, ich gehe mit dem Fünfer vor. Ich bekomme einen Triggerpunkt. Gehe mit dem Fünfer vor.
werte ihn auf und danach die Runde versuche ich zu explodieren. Hier hinter mich kann er mit dem Schild ja auch nicht hin, weil das durch 3 und 4 gedeckt ist in zwei Richtungen. Das heißt, wir machen es so. Jetzt muss er ja schon mit irgendwas reagieren, da ich sowohl den 2er als auch den 3er bedrohe. So, jetzt fängt die große Rechnerei an. Er hat seinen Speer zurückgezogen. Dadurch kann ich jetzt den 2er schlagen, wodurch er mich dann aber zerdrücken kann. Das heißt, wir wären dann beide bei 9 Punkten. Er braucht einen 6er in einer Formation von mindestens 12 Punkten, glaube ich. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Ich brauche einen 6er neben einem Portal. Ich kann mir gleich einen 6er reinsetzen in der einen Runde. Und dann kann ich den Trick machen, durch das Portal zur Portalträgerin zu gehen. Dann habe ich da hinten direkt eine. Das heißt, ich schlage, bekomme die 2 Punkte. Er zerdrückt mich. Bekommt 2 Punkte, ich setze meinen 6er rein und da hat er noch einen Zug, um zu reagieren. Ich überlege gerade, ob er irgendwie mein Portal zerstören kann. Er hat jetzt gleich wieder 4 Punkte, da muss ich sehr aufpassen, um mich, ja, um was zu machen, um 2 Schilde gleichzeitig zu bewegen zum Beispiel. Die sind aber noch zu weit weg in der Situation hier. Ich kann leider nirgendwo einen 6er reinsetzen und daneben dann einen 1er reinsetzen. Aber ich glaube, es müsste funktionieren, da er mit dem Einzug nicht selber auf den 6er kommt und auch nichts mehr von mir zerdrücken kann. Das heißt, mal schauen, ob meine Mathematik aufgeht. Ich bekomme jetzt ja einen Triggerpunkt. Ja, und dann schlagen wir mal. Dann schlage ich hier. Für 2 Punkte. Der will irgendwie nicht. Ja, und bekommt vorher einen Triggerpunkt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. So, er gibt jetzt seine 4 Triggerpunkte aus, geht einmal dahin und einmal da auf meinen 5er. Bekommt die 5 Punkte, aber sein Schild ist jetzt halt zu weit weg, um in einer Runde was zu machen. Und er hat ja auch keine Triggerpunkte mehr. Das heißt, ich setze mir jetzt hier meinen 6er rein und ich sehe keine Möglichkeit für ihn, mein Portal in diesem Zug kaputt zu machen. Muss natürlich noch einen Würfel ausgeben dafür, 6 Triggerpunkte ausgeben. Und dann mal schauen, ob ihm doch noch irgendwas einfällt. Ja, zieht jetzt zum Portal, dreht sich um. Und dann frage ich nochmal, ob das sein Zug war. Ja. Und dann gehe ich durch das Portal zur Portalträgerin. Das Portal kommt aus dem Spiel, kommt in die Reserve. Das wird abgewertet und ich bekomme einen virtuellen Siegpunkt. Und bedanke mich bei meinem Mitspieler noch ganz herzlich für das wirklich super spannende Spiel. Ja, puh, das war mal echt ein spannendes Spiel. Am Ende noch 10-9 gewonnen. Falls ihr irgendwelche Kommentare habt, wie euch das jetzt gefallen hat mit der Aufnahme, dann schreibt das auf jeden Fall mir. Und mich würde auch interessieren, wenn ihr an Stellen sagt, hier hätte man was anders spielen sollen, damit die Ritter doch gewinnen oder damit die Celadrone noch schneller gewinnen vielleicht. Dann auch das könnt ihr gerne schreiben und vielleicht schaffen wir es dann sogar mal eine Partie zu vereinbaren, wo wir genau an der Stelle einsetzen können und dann da weiter spielen. Bis dahin, wenn ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt, könnt ihr den kostenlosen Abonnieren-Button klicken und ich freue mich natürlich auch über alle anderen Kommentare und Likes. Bis dahin, viel Spaß!